Stichwort Sozialminister bzw. Gesundheitsminister hat auch mit unserem nächsten Gast zu tun, nämlich Phyllis Ramberger, die Präsidentin des Vereins Österreichischer Tourismus. Herzlich willkommen bei uns. Und gerade die Reisebüroszene leidet enorm. Und da gibt es jetzt eine mehr oder weniger Verordnung, die auch bei euch für sehr viel Verwirrung sorgt. Nämlich man darf eigentlich bei euch vielleicht sogar buchen, aber man darf nicht außer Haus gehen und man darf auch nicht verreisen. Und trotzdem müsst ihr aber oder dürft ihr offen halten. Wie ist das? Skurril. Ja. ich muss davon ausgehen, dass sich da um einen Fehler oder einen Irrtum der Ministerien handelt. Also die Situation, die wir haben, ist, dass wir per heute beim Lockdown behördlich nicht geschlossen sind, ergo dessen auch keine Umsatzersatzrate bekommen. Gemäß der Covid-19-Verordnung allerdings es eine Ausgangsbeschränkung gibt, Reisen für touristische Zwecke eigentlich nicht gestattet sind. Und ich frage mich gemeinsam mit den 2.500 Betrieben und 10.000 Kollegen, was wir dann machen, warum wir offen haben. Jetzt ist es ja so, dass generell, glaube ich, es einen Umsatzeinbruch heuer gegeben hat, der enorm sein muss. Wie ist da Ihre Einschätzung oder wie sind da die Ergebnisse? Die Ergebnisse sind eigentlich fatal. Ich war ja damals Anfang April bei Ihnen eingeladen. Wir haben das wesentlich positiver gesehen. Es wurden Hilfen zugesagt. Wir haben konstant einen Umsatzausfall, die gesamte Branche, ja, von März bis heute von über 95%. Das wird auch noch einige Monate sicherlich in Anspruch nehmen. Die zugesagte branchenspezifische Hilfe ist bis dato nicht geflossen. Von wie viel Geld reden wir da ungefähr? Was setzt die Branche um? Ich kann Ihnen jetzt die gesamte Summe so nicht beziffern. Was wir verlangt haben, waren unter anderem die frustrierten Aufwendungen, sprich Fixkostenzuschuss 2, wo es scheinbar ein Hin und Her zwischen dem BMF und der EU-Kommission gegeben hat. Das sind lediglich die Kosten, die wir vor Covid zu bezahlen hatten. Sie erinnern sich, die ganze Branche hat alle Kundengelder sofort ausbezahlt. Kein Kunde, der über ein Reisebüro oder Reiseveranstalter gebucht hat, ist auf seinen Kosten sitzen geblieben. Die Betriebe haben das vorfinanziert und das sind die sogenannten frustrierten Aufwendungen. Nur wir haben mittlerweile den 9. Monat so gut wie keine Einnahmen und dann gibt es den 2. massiven Lockdown, das ist der November. Und de facto ist die am meisten betroffene Branche behördlich nicht geschlossen, kurioserweise. Somit bekommen wir keine Umsatzentschädigung oder keine Umsatzersatzrate. Im Vergleich, das ist für mich das Lustigste überhaupt, nicht, dass ich es Ihnen nicht vergönnen würde, ja, Glücksspielautomatenbetreiber können einen Anspruch stellen. Mhm. Und wir nicht, weil behördlich nicht geschlossen und Reisen eigentlich nicht gestattet. Mhm. Was würden Sie sich jetzt konkret wünschen von der Regierung? Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass unsere Bundesregierung einen fantastischen Job macht und dass es sich da schlichtweg um einen Fehler handelt. Fehler können passieren, es ist jeder in dieser Zeit massiv gefordert. Ich hoffe oder ich würde mir erwarten, dass wir morgen benachrichtigt werden, dass es dabei um einen Irrtum gehandelt hat und selbstverständlich die Reisebüros behördlich geschlossen werden und dementsprechend in die Umsatzentschädigung reinfallen. Das heißt, für Sie wäre es natürlich ähnlich wie beim Waffengeschäft, wo wir heute gehört haben, der Herr, mit dem wir da gesprochen haben, der hätte auch gern eigentlich lieber zugesperrt, der muss offen haben, weil es einfach systemrelevant ist für die Jäger etc. Deswegen muss das Waffengeschäft offen bleiben. Sie würden auch gern zusperren eigentlich, weil ja keiner kommen kann. Naja, de facto laut Verordnung müssen wir offen haben. Ja. Das ist ja das Fatale. Ja. Es darf keiner ins Büro kommen oder sollte nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Und die Ausrede ein bisschen, dass man sagt, okay, ich könnte ja bei Ihnen online buchen. Was wollen Sie online buchen? Es ist Ihnen nicht gestattet für touristische Zwecke das Haus zu verlassen. Was möchten Sie online buchen? Das heißt, wenn ich als Österreicher eigentlich jetzt, ich glaube, das wissen viele nicht, einfach versuche, ins Ausland zu reisen, sei es auch nur mit dem Auto, ist das ja eigentlich verboten. Ich kann das nicht einmal richtig bestätigen, weil heute den ganzen Tag switchen wir zwischen Innenministerium, was auf das Außenministerium verweist, Außenministerium, was auf das Sozialministerium verweist, Sozialministerium. Die Einzigen, die einen Satz getätigt haben, Reisen für touristische Zwecke fallen nicht darunter, siehe Paragraph 1 Covid-Verordnung. Das heißt, man darf nicht reisen, de facto. Ne? Wie lange kann das die Branche überhaupt generell noch aushalten? Es sind rund 2.500 Reisebüros in Österreich, haben Sie gesagt. Und ich glaube, der Impfstoff ist so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für Sie. Natürlich ist das ein Hoffnungsschimmer, so wie für alle anderen Branchen auch. Nur, was man jetzt einfach ganz klar aussprechen muss,
Wir haben rückabgewickelt, wir haben keinen einzigen Kunden hängen gelassen, weil wir uns auf die Bundesregierung verlassen haben. Alle Interessensvertreter, inklusive dem Fachverband der Kammer. Die Betriebe haben sich verschuldet bis zum geht nicht mehr, keine Einnahmen. Und wenn wir jetzt im November nicht diese Ersatzrate, Vergleich, Gastronomie etc. nicht bekommen, werden einige bereits am Monatsende ein massives Problem haben, weil sie die doppelten Gehälter nicht mehr bezahlen können. Mhm. Das heißt, weitere Arbeitslose stehen... Es sind eh nur 10.000. Nur 10.000. Also ich kann schon... Nein, es ist wirklich fatal. Wissen Sie, ja. Es ist... Aber man kann sagen, Sie sind ja für den Präsidentin des Österreichischen Vereins für Tourismus. Sie haben ja Kontakt auch zum Ministerium oder mit den Ministern. Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen dann? Schauen Sie, die Referenten im Tourismusministerium, im Finanzministerium, ja, die arbeiten mit uns wirklich intensiv zusammen. Gegen die kann ich nicht ein einziges Wort sagen. Auch meine Kollegen von den Interessensvertretungen nicht. Fakt ist, ich kann die Frage nicht beantworten. Mhm. Der Ball geht zwischen BMF und EU-Kommission hin und her. Fakt ist, jetzt ist der November-Lockdown. Unterm Strich nach 9 Monaten, es sind die Gelder noch nicht geflossen. Mhm. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Aber vielleicht ist da wirklich ein bisschen die Annahme oder die Ausrede, ich weiß, das ist provokant, wenn ich das sage, aber dass sich halt vielleicht auch viele denken, ja, heutzutage bucht man ja eh hauptsächlich im Internet. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil gerade dieses Jahr hat es ja klar gezeigt, dass die Kunden und Kundinnen, die online gebucht haben, bis heute ihre Gelder nicht bekommen haben. Wir haben dieses Jahr, das ist das einzig wirklich Positive von dieser Corona-Krise, dass die Reisebüros ein extrem hohes Ansehen bei dem Konsumenten genießen, weil der Konsument gesehen hat, öha, wenn es Probleme gibt, ich kriege mein Geld zurück, ich habe jemanden, mit dem ich sprechen kann und ich bin rundum versorgt. Es wird auch einen Aufschwung geben, das ist nicht das Thema. Die Verzweiflung, der Frust, der Ärger, den meine Kollegen jetzt, inklusive meiner Person, empfinden, ist, es sind 9 Monate vergangen. Ich bin keiner Branche etwas neidig, wirklich nicht. Ja? Aber jetzt, 17. November bis 7. Dezember, uns behördlich offen zu halten, respektive nicht zu schließen, damit wir per Verordnung nicht die Umsatzersatzrate bekommen können, verstehe ich nicht. Und ich bin nach wie vor überzeugt, weil ich weiß von Seiten BMF und vom Tourismusministerium, dass sie uns ja helfen wollen. Es muss sich dabei um einen Fehler handeln. Mhm. Es kann keine andere Erklärung geben. Ja?